Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Matthias mit einem Ketzer-Spezial zum Völkermord in Ruanda und der katholischen Kirche dabei. Dazu bin ich in Ruanda verbunden mit der katholischen Theologin Dr. Katharina Peetz. Hallo, Frau Dr. Peetz. Hallo, Herr Krause. Ich freue mich sehr, dass die Verbindung steht und ich aus Ruanda berichten kann. Ja, ich freue mich auch. Frau Dr. Peetz hatte ich schon mal im Podcast erwähnt. Sie hat nämlich über Richard Dawkins promoviert. Ihre Dissertation gibt es als Buch unter dem Titel Der Dawkins-Diskurs in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften. Das heutige Interview dient zugleich als Test für die Skype-Verbindung von Singapur nach Ruanda. Nächste Woche machen wir dann ein Interview zum Thema Dawkins. Das heutige Interview hat einen aktuellen Anlass. Vor ein paar Wochen hat die katholische Kirche in Ruanda eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich für ihre Rolle beim Völkermord an der tutsischen Minderheit 1994 entschuldigt hat. Damals wurden innerhalb von 100 Tagen etwa 800.000 Menschen, habe ich gelesen, brutalst ermordet, also teilweise wohl in Stücke gehackt. Das hört sich wirklich sehr grausam an, hauptsächlich eben Tutsis, aber auch moderate Hutus, die sich gegen den Genozid ausgesprochen hatten oder nicht mitmachen wollten. Aber vielleicht erstmal die Frage, Frau Dr. Peetz, was macht man als deutsche katholische Theologin in Ruanda? Ja, ich bin hier im Rahmen meines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes zum Thema gelebte Theologie im Friedens- und Versöhnungsprozess Ruandas. Und mich interessiert die Frage, wie Menschen hier ihren Glauben, ihre Theologie leben und inwieweit sie ihren Glauben als Ressource nutzen, um für Versöhnung und Frieden zu arbeiten. Und ich bin hier für 4 Monate. Es sind jetzt schon 2 Monate rum. Ich habe schon einige Interviews geführt mit Überlebenden, aber auch mit Tätern. Und ich bin sehr daran interessiert, herauszufinden, inwieweit der Glaube an Gott eine Ressource oder auch ein Hindernis darstellen kann, dafür sich zu versöhnen. Also Sie forschen dort richtig. Sie sind jetzt nicht nur Theologin, sondern forschende Wissenschaftlerin dort vor Ort. Genau, es ist mir ein Anliegen, das Land besser kennenzulernen, mehr darüber herauszufinden, welche Gottesvorstellungen Menschen in Ruanda haben, inwieweit Menschen, die Erfahrungen von extremer Gewalt gemacht haben, sowohl als Opfer als auch als Täter, überhaupt für Versöhnung offen sein können. Ja, da sind wir schon mal gespannt. Sie schrieben mir, Sie seien heute im Feld gewesen. Sind damit Interviews gemeint? Genau, also wenn ich im Feld bin, dann treffe ich mit meinem Übersetzer zusammen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Einfache Bauern vom Land, aber auch Menschen, die zum Beispiel in einer Schule arbeiten. Wir beschränken uns dabei nicht nur auf Katholiken, sondern wir sprechen mit Menschen unterschiedlicher Denomination, also mit Katholiken, mit Anglikanern, mit Presbyterianern, mit Pfingstlern. Und wir hatten auch schon Interviews mit muslimischen Gesprächspartnern. Ja, die katholischen Bischöfe in Ruanda haben offenbar das Bedürfnis oder die Notwendigkeit verspürt, sich für die Rolle der Kirche oder der Katholiken, das ist mir noch nicht so ganz klar, beim Völkermord zu entschuldigen. Dazu 2 Fragen an Sie. Wie hat man sich diesen Völkermord vorzustellen? Und natürlich, welche Rolle spielten jetzt Katholiken oder welche Rolle spielte die katholische Kirche dabei? Ja, also der Genozid hat 3 Monate gedauert, ist im April 1994 ausgebrochen. Aber man muss dazu sagen, dass er von langer Hand geplant war, vor allem von der ruandischen Regierung. Und die Gewaltakte waren äußerst brutal. Innerhalb von 3 Monaten sind knapp 800.000 bis 1 Million Menschen brutal ermordet worden, teilweise auf offener Straße mit Macheten niedergemetzelt. Die Gewalt ist durch die Familien durchgegangen und Ehemänner haben ihre Frauen umgebracht. Kinder sind getötet worden. Entschuldigung, darf ich da kurz einhaken? Ich hatte das auch gelesen. Waren das dann Ehen oder Familien, die gemischt waren zwischen Hutu und Tutsi? Denn anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären. Und dann hätte ich gedacht, dass da nicht so viele Ehen von gab. Also dass das jetzt eher die Ausnahme war, als dass es besonders gehäuft vorgekommen wäre. In meiner Forschung habe ich schon festgestellt, dass es doch recht häufig der Fall war, dass es gemischte Familien gegeben hat. Und natürlich ist das ein klarer Hinweis darauf, dass ja diese ethnische Ideologie sehr stark betrieben worden ist von der Regierung. Und diese Ideologie dann eine solche Kraft
entfaltet hat im Zusammenspiel mit den Medien, die immer wieder ethnischen Hass geschürt haben. Und auch die Kirchen haben sich nicht aktiv gegen ethnische Diskriminierung eingesetzt, haben das eher laufen lassen. Und dadurch konnte diese Ideologie eine solche Kraft entfalten, dass tatsächlich auch es eben ja, Situationen gegeben hat, in denen ein Ehemann seine Ehefrau umgebracht hat oder die Ehefrau den Ehemann. Mhm. Wir sollten das Phänomen der weiblichen Täterinnenschaft hier auch nicht aus dem Blick verlieren. Mhm, sehr gruselig. Also nochmal, ich hatte mich vorhin da so ein bisschen zu eingelesen. Es gibt ja einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel dazu. Das ist jetzt für mich eine neue Information. Also ich hatte das Gefühl, dass diese beiden ethnischen Gruppen, Hutus und Tutsis, eben, sagen wir mal, so nebeneinander her in erster Linie lebten. Und dann hatte ich gesehen, es gibt ja die 10 Gebote der Hutu, die also auch schon so ein, ich hatte das Gefühl, dieser Völkermord ist wirklich lehrbuchmäßig durchgeführt worden. Und was sie auch gesagt haben, das ist vorbereitet worden. Und diese 10 Gebote der Hutu, das sind eigentlich auch so rassistische, das ist eigentlich genau diese Vorbereitung. Also das erste Gebot ist, ein Hutu darf keine Tutsi-Frau heiraten, als Freundin, als Sekretärin oder Geliebte haben. Also ich weiß nicht, was sie da mit den Sekretärinnen immer so hatten. Das zweite Gebot ist, Hutu-Töchter sind besser und gewissenhafter als Frauen, Ehefrauen und Mütter. Sind sie nicht schön, gute Sekretärinnen und ehrlicher? Und nachdem jetzt praktisch im zweiten Gebot gesagt wird, dass die Hutu-Frauen besser sind, sagt das vierte Hutu-Gebot, dass es der anderen Seite, den Tutsis, nur um die Überlegenheit ihrer eigenen ethnischen Gruppe geht. Also was ich dabei bemerkenswert fand, dass ganz offensichtlich die Vorwürfe, die hier gegen die andere Gruppe erhoben wurden, dass die Propaganda machen, dass die nur an ihre eigenen Leute denken, ganz offensichtlich in diesen rassistischen Hutu-Geburten ebenso praktiziert wurde. Und ich hatte jetzt gedacht, dass dann praktisch erst recht keine, sag mal, familiäre Durchmischung dieser beiden ethnischen Gruppen gegeben hätte. Aber so wie Sie es jetzt sagen, gab es die tatsächlich. Und die haben jetzt versucht, das sozusagen rückgängig zu machen. Und auch mit Erfolg. Also ich meine, man heiratet ja nicht erst mit der Absicht, um sich dann gegenseitig umzubringen, sondern da muss ja wirklich die Propaganda oder der Druck so gewirkt haben, dass diese Familien, die es schon gab, dann gewaltsam wieder sich getrennt haben, sozusagen. Ja, also ich denke, irgendwie zu versuchen, den Genozid nur mit einer Ursache zu erklären, ist zum Scheitern verurteilt. Der Genozid hat sehr komplexe Ursachen und sicherlich ist da die Kolonialgeschichte Ruandas zu nennen, ebenso wie die Machtverhältnisse im Land schon lange vor 1994. Mhm. Also die europäischen Kolonialherren zusammen mit den Missionaren haben Hutus und Tutsis als getrennte ethnische Gruppen gesehen, mhm, haben das auch in die Pässe eintragen lassen, ob jemand Hutu oder Tutsi ist. Und viele Forscher diskutieren heute, dass vor der Kolonialzeit diese Zuschreibung von Hutu und Tutsi eher als eine soziale Kategorie war, mhm, und nicht so sehr etwas mit dem Wesen von einem Menschen zu tun hatte. Und durch die europäischen Kolonialherren ist sicherlich auch rassistisches Denken mit nach Ruanda hineingekommen, das dann zu dem Eintrag in die Pässe geführt hat. Und 1994 war dann der Eintrag Tutsi im Pass oftmals ein Todesurteil. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass das die alleinige Ursache ist, aber sicherlich ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat. Und 1994 ist nicht die erste Gewalthandlung in Ruanda gewesen. Es hat davor schon Massaker gegeben. Und man darf auch nicht vergessen, oder man kann Ruanda nicht nur isoliert betrachten, also man muss sich die ganze Region der großen Seen anschauen. Also Burundi, Uganda, den Kongo, Ruanda, das ist alles ein großes Gebiet, wo Dinge im einen Land passieren, die direkten Einfluss haben auf das andere Land. Sie haben ja schon angedeutet, dass viele Genozidtäter auch später in den Kongo geflüchtet sind, zum Beispiel. Hm. Jetzt hatte ich gelesen, dass dieses Abhacken von Händen und Füßen auch, ich habe das so verstanden, dass die Tutsi eben größer gewachsen waren und dass die sozusagen zurechtgestutzt werden mussten. Deswegen hatte ich jetzt eben vermutet, dass da doch mehr hintersteckt als nur so eine soziale Unterscheidung, wobei ich das auch gelesen hatte, dass die Kolonialherren dann praktisch diese soziale Unterscheidung zu einer ethnischen Unterscheidung gemacht haben. Wie passt das jetzt zusammen?
Ja, also ich kann dazu nichts sagen. Also ich kann hier in Ruanda Hutus und Tutsis nicht unterscheiden. Und ich denke, dass diese Vorstellung, dass die Tutsi viel größer sind, durchaus auch ein Element ist, das mit rassistischem Denken einhergeht. Und zusammen mit anderen Vorstellungen, wie der Vorstellung, dass die Tutsi nach Ruanda eingewandert sind und das insgesamt sehr problematische Vorstellungen sind. Aber man muss dazu sagen, es ist eine Forschungskontroverse, wie die Vorzeit Ruandas zu beurteilen ist, wie die Kolonialzeit zu beurteilen ist. Wichtig ist es mir zu sehen, dass der Genozid unterschiedliche Ursachen hat, komplexe Ursachen hat und dass sicherlich auch diese systematische Ideologisierung der Bevölkerung eben über die Medien und die auch schon im Vorfeld des Genozids vorhandene ethnische Diskriminierung. In bestimmten Fällen konnten Tutsis nicht auf eine höhere Schule gehen oder wurden für bestimmte Posten nicht vorgesehen oder auch in der Kirche. Wurden bestimmte Ämter nur an eine ethnische Gruppe verteilt, dass das alles mit dazu beigetragen hat. Sicherlich neben anderen Gründen wie dem Bürgerkrieg, der davor geherrscht hat, der instabilen Situation in den Nachbarländern und so weiter. Ich habe mal gelesen, dass Kolonialmächte gerne Minderheiten eingesetzt haben, um quasi die Administration in der Verwaltung, um über die Mehrheit, ethnische Mehrheit zu verwalten sozusagen, mit der Überlegung, wenn man die Minderheit dafür einspannt, dann muss die praktisch loyal zu den Kolonialherren sein, denn ohne die Kolonialherren würden sich natürlich die Mehrheit dann entsprechend revanchieren. Das kenne ich aus Sri Lanka, meine Frau ist ja Hindu und praktisch südindischer Abstammung, also Tamilin, aber von dem indischen Kontinent halt. Die hat natürlich da diesen Bürgerkrieg auf Sri Lanka verfolgt und da war das wohl auch so, dass die Briten, die Tamilen, eingesetzt hatten, praktisch in der Verwaltung, um über die, wie nennt man jetzt die Einwohner von Sri Lanka, sozusagen damit zu administrieren. Und als die Briten dann weg waren, hat sich dann natürlich der Wind gedreht für die Tamilen. Und das hatte ich hier auch gelesen, dass die Tutsi, die ja quasi da als gesellschaftliche Elite wohl betrachtet wurden und ich glaube früher auch in der Mehrheit waren, dann eingespannt wurden da für die Verwaltung. Und dass dann irgendwie die Hutu in die Mehrheit kamen. Also ich habe gelesen, Ruanda war erst eine deutsche Kolonie und dann nachher belgisch. Und dass die Belgier dann verschwunden sind, dann hatten wir auch wieder den Problem, dass die Tutsis dann natürlich nicht so beliebt waren bei der Hutu-Mehrheit. Also dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich denke, dass insgesamt die Kolonialgeschichte komplex ist, dass man da genau hinschauen muss, aber dass in groben Zügen es oft so dargestellt wird, dass die Kolonialherren zunächst mit dem ruandischen König zusammengearbeitet haben und Tutsis in der Verwaltung eingesetzt haben und dass dann 1959 ein Bruch kam und auch ein Bischof sich für die Emanzipation der Hutus eingesetzt hat. Aber ich denke, die Geschichte kann man wahrscheinlich sogar noch weiter zurückverfolgen. Und wenn man dann noch geografisch das ausweitet, verändert sich der Blick auch nochmal. Also auch in Burundi gibt es ja Hutu und Tutsi und da ist das Verhältnis genau umgekehrt. Ich denke aber, dass insoweit zu dieser generellen Strategie auch die Missionsstrategie in dieser Zeit passend waren. Die Missionare haben vor allem versucht, die örtlichen Chefs zum Christentum zu bekehren und den König zum Christentum zu bekehren, um dann quasi zu sichern, dass die restliche Bevölkerung auch christlich wird. Und man kann schon die Frage stellen, was für ein theologisches Denken ist hier ins Land gekommen nach Ruanda und inwieweit war die Mission erfolgreich. Also es gibt einige Forschungsdebatten dazu, inwieweit Ruanda wirklich als christliches Land bezeichnet werden konnte oder nicht vor 1994. Und mit Blick auf die Frage, was ist eigentlich die Herausforderung des Genozids aus christlicher Perspektive, eben dass Katholiken abgeschlachtet haben, Christen getötet haben und ihre ethnische Identität als eine prägendere Identität wahrgenommen haben als ihre Identität als Christen. Ich habe irgendwo gelesen, die meisten oder nirgends seien so viele Menschen ermordet worden wie in Kirchen. Und ich habe das so verstanden, sie hatten ja schon gesagt, es gab ja vorher schon Bürgerkrieg. Und da war es wohl immer so, dass die Kirchen, also wenn man sich in eine Kirche geflüchtet hat oder so auf so ein Kirchengrundstück, dass man dann verschont wurde.
Und das war da wohl nicht so. Und dann war das natürlich praktisch für die Verfolger, weil sich dann die Flüchtigen sozusagen gleich schon in den Kirchen da versammelt haben. Dann braucht man nur ein paar Handgranaten reinzuwerfen und dann nachher mit den Macheten sozusagen nachzusetzen. Können Sie da noch was zu sagen? Weil das war eigentlich jetzt so der einzige Zusammenhang mit der Kirche, den ich jetzt so gesehen oder irgendwo aufspüren konnte. Das kommt natürlich darauf an, wie man Kirche versteht. Also wenn man davon ausgeht, dass wir Gläubigen Kirche sind, dann war die Kirche massiv betroffen. Sie war Opfer und Täter zugleich. Also sie war Opfer, indem ihre Mitglieder ermordet worden sind. Sie war Täter, indem sie ihre Mitglieder Menschen ermordet haben. Aber was Sie ansprechen mit den Kirchengebäuden, ist ein ganz wichtiger Punkt. Während Kirchengebäude in früheren Massakern ein Schutzraum, ein Zufluchtsort waren, sind sie im Genozid zu Massakerorten geworden. Es sind ganz tausende Menschen in Kirchen gestorben. Und es gibt auch Beispiele, wo Priester von Kirchen aktiv dabei geholfen haben, dass Menschen ermordet werden. Oder Nonnen haben dabei geholfen, dass das Benzin bereitgestellt wird, damit Menschen verbrannt werden können. Mhm. Also ich denke, die Kirche war auf ganz vielen Ebenen in den Genozid involviert. Und ich denke, auch im Vorfeld wäre es die Aufgabe gewesen von Kirche, von der katholischen Kirche, aber auch von den presbyterianischen Kirchen oder der anglikanischen Kirche, aktiver gegen diese ethnische Ideologie vorzugehen und da prophetischer zu reden und ihre Stimme lauter erscheinen zu lassen und ja, auch natürlich auf der Vermittlungsebene deutlicher zu machen, was es bedeutet, Christ zu sein. Dass es eben nicht bedeutet, dass man Menschen diskriminiert, dass man ja eine ethnische Unterscheidung zwischen Menschen einbringt. Also ich frage jetzt auch nicht sozusagen aus Gehässigkeit, sondern weil ich mir natürlich denke, die Bischöfe werden ja jetzt nicht ohne Grund. Also normalerweise ist ja jetzt nicht so, dass die, sage ich mal, die katholische Kirche beim kleinsten Anlass sofort eine Entschuldigung präsentiert, ne? Sondern deswegen versuche ich sozusagen herauszufinden, wo jetzt der Bezug zur Kirche überhaupt ist. Ich habe noch was gelesen von einem Hutu-Klerus. Also ich nehme mal an, wenn jetzt Katholiken dort Täter waren, dass es dann eben Hutus waren, weil ja grundsätzlich hier die Hutus die Tutsi massakriert haben. War das jetzt so, dass die Priester dort oder die Geistlichen sich verstärkter aus der Hutu-Mehrheit rekrutiert haben? Aber gut, bei einer Mehrheit wäre das natürlich naheliegend. Oder war das gleich gemischt sozusagen und dann waren halt das zufällig die Täter? Also ich habe ja schon gesagt, dass die ethnische Diskriminierung vor dem Genozid eingesetzt hat und dass Tutsi dann für bestimmte Ämter in der Kirche nicht berücksichtigt wurden. Ach so, auch in der Kirche. Also ich wusste das jetzt im Erziehungswesen, also auch diese 10 Hutu-Gebote, die wollen ja im Militär, in der Politik, in der Wirtschaft, im Bildungswesen, wollen die nur Hutus haben. Das wäre jetzt für mich eine, sagen wir, auch interessante zusätzliche Information, dass es dann auch in der Kirche so gewesen wäre, denn davon hatte ich bisher jetzt nichts gelesen. Also es war zumindest tendenziell so der Fall. Und also ich kann ansonsten nur noch mal betonen, dass nicht nur kirchliche Laien in das Morden verstrickt waren und zu Mördern geworden sind, sondern auch kirchliche Amtsträger. Man muss natürlich auch dazu sagen, man sollte ja immer beide Seiten sehen, dass es auch viele Laien und kirchliche Amtsträger gegeben hat, die sich aktiv eingesetzt haben. Hier, es ist jetzt nebensächlich, aber man interessiert sich ja so für die katholischen Gepflogenheiten sozusagen. Es war doch neulich vor ein paar Monaten in Frankreich, war doch ein 80 Jahre alter oder noch älterer Priester von so 2 IS-Attentätern ermordet worden. Und der ist zum Märtyrer erklärt worden. Ne? Ja. Und jetzt hatte ich in Ruanda von einem gelesen, der hatte da auch so eine Kirche oder was mit, glaube ich, ein paar tausend oder tausend Tutsis. Und der hat sich dann den Angreifern entgegengestellt und ist dann umgebracht worden. Und da hätte mich jetzt interessiert, ob der auch dann Märtyrer wird oder muss man sich dann schon irgendwie für die Kirche einsetzen, aber nicht nur für Leute. Das könnte ja so ein Unterschied sein. Umgekehrt hatte ich das Gefühl, dass der Priester in Frankreich jetzt noch mehr durch Zufall in Ausübung seines Dienstes umgebracht wurde. Also das hätte mich jetzt interessiert, ob hier jemand, der sich jetzt wirklich als Priester für Opfer eingesetzt hat und dabei dann und deswegen auch umgebracht wurde, ob der dann auch Märtyrer geworden ist.
Also aus meiner Perspektive ist er auf jeden Fall ein Führer. Und es gibt hier in Ruanda auch eine große Kampagne, die vor allem von der Regierung initiiert ist, wo es darum geht, sogenannte Gerechte zu finden, also les justes zu finden. Das sind eben genau die Menschen, die eben gegen den ethnischen Hass aufgestanden sind und ihr Leben eingesetzt haben. Und für mich würde dieser Priester dazugehören. Ein anderes Beispiel wäre, es gab bereits nach dem Ende des Genozids, hat die Gewalt ja nicht sofort aufgehört, sondern es gab teilweise noch Massaker. Und Schüler von einer Schule sind aufgefordert worden, dass sie sich nach ethnischen Gruppen getrennt aufstellen. Und sie haben sich geweigert und dann sind alle umgebracht worden. War das eine Grundschule oder eine, wie alt waren die? Ich vermute, das waren Jugendliche. Ah, ja. Also ich denke Secondary School, wenn ich mich recht erinnere. Und die sind auch zu nationalen Helden erklärt worden. Also es gibt schon auch hier das Phänomen zu sehen, dass es jetzt nicht nur Menschen gab, die gemordet haben. Es gab auch die, die versucht haben, das zu verhindern und die noch stärker jetzt auch im Versöhnungs- und Friedensprozess zu berücksichtigen. Und ich habe zum Beispiel ein Interview mit einem Priester geführt, der gesagt hat, genau diese Menschen, die haben ihr Christsein gelebt und das ist da, wo es Hoffnung gibt für die Kirche. Also diese Artikel, die ich gefunden hatte, die waren ja häufig bebildert und da hatte ich das Gefühl, dass das schon sehr gut und sehr professionell dokumentiert wird. Also mit, soll man sagen, Gedenkstätten, wo das doch sehr plastisch dargestellt wird. Und was Sie sagen, geht ja jetzt auch so in diese Richtung, dass also eine regelrechte Erziehungsarbeit geleistet wird. Ich habe auch gelesen, man darf jetzt wohl öffentlich gar nicht mehr in diesen Kategorien Hutu und Tutsi sprechen, sondern jetzt sind alle Ruander. Ist das korrekt so? Das ist die offizielle Einheits- und Versöhnungspolitik der ruandischen Regierung, dass jemand auf der Straße nach seiner ethnischen Zugehörigkeit zu fragen, ist verboten und man kann dafür auch bestraft werden. Und ich habe bis jetzt auch in meinen Interviews die Erfahrung gemacht, dass sehr stark darauf abgezielt wird, zu sagen, wir sind alle jetzt Ruander und eben nicht zu sagen, ich gehöre zu der einen oder zu der anderen Gruppe. Und das ist eben ein Versuch, man kann den sicherlich auch kritisch sehen, der Regierung Einheit herzustellen und in einer bestimmten Art und Weise Vergangenheitsaufarbeitungs- und Zukunftspolitik zu machen. Haben die dann jetzt alle neue Pässe? Sie sagten ja, das sei früher praktisch diese Gruppierung Hutu, Tutsi, die sei dann in die Pässe eingetragen worden. Ist das jetzt mittlerweile dann alles wieder weg? Da habe ich keine Informationen dazu. Also ich würde vermuten, dass Sie nichts in den Pässen finden zu dieser Frage. Okay, gut. Ja, dann kommen wir mal zu der Erklärung der Kirche. Ich würde gerne erstmal klären, was jetzt genau drinsteht. Also eine Passage, die ich immer wieder gefunden habe, die also auch sozusagen klar als Zitat kenntlich gemacht ist, die, ich habe das hier mal versucht selber zu übersetzen, sagt, wir entschuldigen uns für all das Unrecht, das die Kirche begangen hat. Wir entschuldigen uns im Namen aller Christen für alle Formen von Unrecht, die wir begangen haben. Wir bedauern, dass Kirchenangehörige ihren Gehorsamseid auf Gottes Gebote verletzt haben. Und ja, dann gibt es noch mehr Sachen. Hier habe ich eine Passage, die ist dann vielleicht auch aus dieser Erklärung. Obwohl die Kirche niemanden losschickte, um Böses zu tun, entschuldigen wir, der katholische Klerus, uns für einige Kirchenmitglieder, Kleriker, Diener Gottes und Christen im Allgemeinen, die eine Rolle beim Völkermord an den Tutsi spielten. Wir entschuldigen uns im Namen aller Christen für die verschiedenen Verbrechen und sind traurig darüber, dass einige der unseren ihr durch die Taufe eingegangenes Gelübde brachen. Wir entschuldigen uns für alle Sünden des Hasses und der Spaltung, die in unserem Land geschaffen wurden. Also, worauf ich hinaus will, ist, es ist sehr allgemein gehalten. Ne? Hier ist von Sünden die Rede, von Unrecht. Und hier habe ich jetzt was gefunden, da bin ich nicht sicher, ob das in dieser Erklärung drin ist oder ob das vielleicht nebenher gesagt wurde. Da heißt es, Katholiken hätten Unschuldige getötet. Heißt es in einer Erklärung, die alle neuen Bischöfe des ostafrikanischen Landes unterschrieben haben, das müsste also in dieser Erklärung drin sein, ich habe es nur sonst nie gefunden, Kirchenmitglieder, auch Geistliche, hätten den Völkermord entweder mitgeplant, unterstützt oder mit ausgeführt. Und das würde mich jetzt interessieren, ob das ist ja konkreter als nur zu sagen, da ist Unrecht geschehen. Wissen Sie, ob das tatsächlich so deutlich dann in der Erklärung benannt wurde auch? Also die Erklärung ist insgesamt drei Seiten lang. Sie liegt mittlerweile
oder bis jetzt nur auf Kim Joran davor, aber ich versuche den Text zu bekommen und werde mich sicherlich damit auseinandersetzen. Also im Internet finden Sie vor allem Auszüge aus der Erklärung und der Entschuldigung. Ich habe allerdings auch gefunden, dass in der Erklärung gesagt wird, dass die Kirche im Namen aller Christen um Entschuldigung dafür bittet, dass Menschen gehasst wurden aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, dass Christen also nicht gezeigt haben, dass wir alle Christen sind, dass wir alle eine Familie sind, sondern dass wir uns gegenseitig getötet haben. Also ich denke, da ist zumindest ein Hinweis darauf, dass das Problem in Ruanda ethnische Ideologie war und dass Christen auch nicht frei davon waren, dieser Ideologie zu folgen und sich eben auch dazu haben verleiten lassen oder das aktiv gewollt haben, andere Menschen zu ermorden aufgrund ihrer sogenannten ethnischen Zugehörigkeit. Ja, da muss ich jetzt auch mal loben. Der Maßstab für solche Schulderklärungen ist ja speziell hier in Deutschland das Stuttgarter Schuldbekenntnis, heißt das, glaube ich, von der evangelischen Kirche. Das muss also ganz kurz nach Kriegsende, also nach dem Zweiten Weltkrieg, veröffentlicht worden sein. Das war deutlich kürzer. Deswegen war mir auch nicht klar, wie lang jetzt diese Erklärung ist, ob das ja nur so drei Sätze waren, wie ich das da gelesen hatte oder ob das länger war. Aber diese Stuttgarter Schulderklärung, ich glaube, heute würde man die auch nicht mehr so formulieren. Also da steht erstmal drin, die Kirche hätte ja lange gegen diesen nationalsozialistischen Geist gearbeitet und bedauert wurde dann eigentlich nur, dass nicht fester gebetet, fröhlicher geglaubt und stärker geliebt wurde. Also das war im Grunde eine Frechheit und keine Entschuldigung nach meinem Empfinden. Und deswegen muss ich also, oder darf ich hier sagen, dass es zumindest damit verglichen ja dann schon mal eine klare Ansage ist, zumal ja die katholische Kirche eben hier wohl nicht institutionell, also vielleicht dann doch, was Sie sagten, aber nicht im Wesentlichen so institutionell verwickelt war, wie man vielleicht bei dem Nationalsozialismus da Kooperationen sehen könnte zwischen Kirchen und Nazis. Deswegen hatte ich eben auch gefragt, wie konkret das jetzt in dieser Erklärung benannt wurde. Ich hatte gelesen, dass die Bischöfe das auch, oder so mal nebenher zumindest gesagt wurde, dass also die Kirche, wo habe ich es, hier steht, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof Philipp Rukamba von Butare, sagte, eine generelle Beteiligung der Kirche an dem Massenmord wies er zurück. Wir wissen, dass Kirchenmitglieder eine Rolle beim Völkermord spielten, jedoch stimmen wir nicht zu, dass die Institution der Kirche selbst eine Rolle im Genozid spielte. Und ich habe gelesen, der damalige Papst Johannes Paul II. Hätte bereits 1996 eine Mitverantwortung der katholischen Kirche für den Völkermord abgelehnt. Die Schuld liege allein bei einzelnen Tätern aus den Reihen der Gläubigen. Ja, also das ist eine ganz große Forschungskontroverse. Es stellt sich die Frage, ob die Kirche als Institution, als Kirche schuldig sein kann oder nicht. Und die Perspektive der rondischen Bischöfe ist hier die Kirche, die katholische Kirche, als Kirche ist nicht schuldig. Schuldig sind die Mitglieder, die Geistlichen, die Kleriker, die Ordensleute, die Laien, die ermordet worden sind die Opfer und die getötet haben, sind die Täter und in diesem Sinne sind sie schuldig. Aber da wird jetzt geforscht. Also ich hatte das Gefühl, dass das so doch recht gut beforscht ist. Ne, was ich so gelesen habe, es gibt dann so Artikel dazu, also hatte ich das Gefühl, dass da recht professionell das Ganze angegangen wird. Ja, also ich denke, sicherlich, es wird viel geforscht zu der Frage, inwieweit die Kirche in den Genozid verstrickt war, und es sind einige Bücher dazu erschienen. Mit Forschungskontroverse meinte ich, dass die grundsätzliche Frage, ob die Kirche schuldig sein kann, und die offizielle des Papstes und der Kirche ist, dass die Kirche selbst nicht schuldig sein kann, es können nur ihre Mitglieder schuldig sein. Aber natürlich, der Genozid insgesamt und die Frage, inwieweit die Kirchen, also man muss ja dazu sagen, dass die katholische Kirche nicht die einzige Kirche in Ruanda ist. Es gibt die Anglikaner, es gibt die Presbyterianer und viele Pfingstkirchen. Inwieweit diese Kirchen zu wenig gemacht haben, um den Genozid zu verhindern, ist, denke ich, Gegenstand von einer breiten Forschungs. Also ich meinte jetzt auch nicht speziell jetzt die Erforschung der kirchlichen Rolle, sondern allgemein, also dieser Genozid schon recht gut beforscht wird und auch seit geraumer Zeit. Jetzt habe ich nach einigem Lesen gefunden, die ruandische Regierung hätte die Entschuldigung profoundly inadequate genannt, also grundlegend
inadäquat, also wohl nicht angemessen. Mhm. Und die brandenburgische Regierung hat hervorgehoben, wie weit die katholische Kirche immer noch von einem vollständigen und ehrlichen Umgang mit ihren moralischen und rechtlichen Verantwortungen entfernt sei. Und ich habe gelesen, dass es zumindest Vorwürfe gibt. Also man kann ja jetzt sagen, das eine wäre jetzt, war die Kirche involviert und da waren es Katholiken. Aber dann eben im Nachhinein, dass hier wohl der Kirche vorgeworfen wird, sie hätte das nicht ausreichend aufgearbeitet. Das hatte ich auch gesehen jetzt bei der Suche nach dem Thema. Vor 2 Jahren war ja das 20-jährige Jubiläum, würde man vielleicht nicht sagen, also war es 20 Jahre her mit dem Völkermord. Und da hatte ich das noch gelesen, also dass es da starke Kritik gab. Oder ich hatte sogar einen Kommentar im englischen Guardian gelesen zum Hirtenbrief von Papst Benedikt an die Iren wegen Missbrauchs, wo er ja sich mehr oder weniger entschuldigt hat bei den Missbrauchopfern und wo dann dieser Kommentator meinte, was ist eigentlich mit einer Entschuldigung gegenüber Katholiken aus Ruanda, die ja dann, ich sag mal, nicht nur, nur in Anführungszeichen missbraucht wurden, sondern wo es um Völkermord geht. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Bischöfe hier vielleicht auch so ein bisschen einem Druck nachgegeben haben. Irgendwas muss sie ja dazu gebracht haben, jetzt nach 22 Jahren mal sich da zu äußern. Also für mich ist es kein Zufall, dass die Erklärung zum Ende des Jahres der Barmherzigkeit erschienen ist. Also ich denke, sich zur eigenen Schuld zu bekennen oder um Vergebung zu bitten, hat auch viel mit der Frage zu tun, wie man Barmherzigkeit versteht, wie man Gott sieht. Und ich würde auch sagen, diese Erklärung der Bischöfe steht nicht isoliert im Umfeld der Kirche da, sondern die Kirche hat einiges getan. Sie hat in ihren Gemeinden viele Workshops durchgeführt zur Frage, wie kann man sich versöhnen, wie ist Vergebung möglich, hat gerade durch die ihre Kommission Justice et Paix, also die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, viel Arbeit an der Basis gemacht. Und ich habe mit einigen an der Basis auch gesprochen. Und diese Erklärung der Kirche wurde auch als ja, Hoffnungszeichen gedeutet, dass noch mehr Menschen bereit sind, ihre eigene Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Und dieses Bekenntnis der Kirche wurde gleichzeitig auch in einen längeren Prozess eingeordnet. Also es wurde auch gesagt, ja, wir sind ja schon einige Schritte gegangen und das ist jetzt ein weiterer Schritt in einem langen Prozess. Jetzt habe ich noch eine interessante Sache gefunden. Wir kennen ja, also ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer zumindest werden davon wissen. Das heißt ja, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs über diese sogenannten Rattenlinien mit Hilfe des Vatikans oder sagen wir eines katholischen Netzwerks dann letztlich noch viele Täter des Weltkriegs ins Ausland verschifft wurden, sozusagen. Und hier habe ich auch gelesen, dass wohl mehrere Täter wohl mit, so wie ich es verstanden habe, mit Hilfe der Kirche dann ins Ausland fliehen konnten und dort zum Teil noch, sagen wir, unverurteilt leben, wobei mir jetzt nicht klar ist, ob die dann sozusagen noch Priester sind oder ob die dann sozusagen, was sagt man, defrocked, also weiß nicht, wie man das dann nennt, entpflichtet werden. Auf der anderen Seite sind ja auch viele tatsächlich verurteilt worden, ne? Ja, also erstmal zu der Frage, inwieweit die Kirche jetzt Priester unterstützt hat, ins Ausland zu fliehen, da weiß ich zu wenig darüber. Ich weiß aber sehr wohl, dass viele Täter des Genozids sich ins Ausland geflüchtet haben und auch viele hochrangige Planer des Genozids noch in diversen Ländern auf ihre Verurteilung warten, beziehungsweise sich eben versteckt haben und ihrer Verurteilung entziehen. Es gibt ja immer mal wieder Prozesse. Es hat ja auch in Deutschland einen Prozess gegen einen ruandischen Genozidtäter gegeben. Mhm. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es wichtig, dass solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie der Genozid in Ruanda nicht zu einem Klima der Straffreiheit führen, sondern dass die Verbrechen konsequent aufgearbeitet werden. Und ich denke schon, dass auch die Kirche hier noch mehr machen kann. Ich denke, man kann nicht genug aufarbeiten. Und so stark sich die Kirche für Versöhnung und Frieden einsetzt, braucht es auch diese kritische Stimme, die drauf schaut, was ist jetzt das Ausmaß der Verstrickung der Kirche in den Genozid. Und da hat es ja doch viele Forschungen dazu gegeben.
Jetzt muss man mal fragen, da habe ich jetzt nichts zu gelesen, wahrscheinlich, weil das Thema jetzt zu speziell ist. Aber wenn jetzt ein Priester des Kindesmissbrauchs überführt wird, also vor weltlichen Gerichten, dann ist ja, glaube ich, die Folge oder kann die Folge sein, dass er dann auch seinen Priesterstatus verliert. Oder jedenfalls gibt es dann Kirchenstrafen. Ist das auch die Konsequenz für Geistliche, die wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit verurteilt worden sind? Hat das dann auch im Kirchenrecht irgendwelche Folgen? Also ich bin keine Kirchenrechtlerin, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also ich weiß das schlicht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Konsequenzen hat. Also ich würde mir vorstellen, dass jemand, der im Genozid Menschen ermordet... Ich gebe jetzt hier auf bei dieser Frage. Ich weiß nicht, ob da die NSA immer, wenn wir hier über Mord reden, sofort irgendwie die Verbindung gehabt oder was. Versuchen wir nochmal. Das Thema ist ja wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, hat mir den ganzen Tag verdorben, aber es hebt nicht die Stimmung, sich damit zu befassen. Ich habe jetzt eine schöne Sache gesehen, das war, glaube ich, auch auf einer katholischen Seite, hier bei katholisch.de. Das fand ich ja so interessant, das dachte ich, das wäre vielleicht ein schönes Schlusswort für das Thema. Mut macht unterdessen die junge Generation. Weit mehr als die Hälfte der Ruander ist unter 20 Jahre alt und haben den Genozid nicht selbst erlebt. Sie sind mit der Versöhnungspolitik aufgewachsen. Es gehört zu ihrer Identität, Teil des neuen Ruandas zu sein. Die frühere Spaltung in Hutus und Tutsis halten sie für ein Zeichen von zurückgebliebener und wenig aufgeklärter Lebensweise. Können Sie das jetzt positiv fortführen oder ist das gar nicht so? Da stimme ich schon teilweise zu, aber man muss natürlich auch sehen, dass die jüngere Generation immer noch stark vom Genozid her und dieses Schweigen, das dann in den Familien herrscht, das vererbt sich dann quasi weiter. Ja, ich habe Sie verloren, Frau Dr. Peetz. Ich bedanke mich für das Interview und unser Dawkins-Interview müssen wir dann wohl nochmal verschieben auf nächstes Jahr. Das war's dann für heute mit dem Ketzer-Spezial zum Völkermord in Ruanda und der Rolle der katholischen Kirche. Bis zum nächsten Mal.